So, Twitch läuft. Ich guck nur schon kurz auf meinem iPad. Ja, ich guck auch. Moment schon. Es zeigt an, dass wir live sind. Nee, bist live. So, einen schönen Abend alle zusammen. Wir sind hier, Mono und Toni, zusammen in Dying Light. Zombies kloppen. Bis zum Tode. Bis zum Tode. Und selber dabei 20 Mal sterben. So. Auf geht's. Ist sie schon offen? Also. So, du voraus, du bist der Meister. Genau. Toni ist hier immer noch der Dying Light Noob. Deshalb gehen wir das Ganze ein bisschen langsam an. Komm her! Die Fresse gibt's! Lauf! Wir müssen da drüben hoch. Mhm. Da die Dachrinne. Die Kondition ist aber auch knapp, ne? Ja, das wird dann mit der Zeit besser. Bist du denn hoch? Ja, ich bin hoch. Ich glaube, du musst mit diesem Typen da sprechen. Ah, ich Idiot. Komme gleich. Achso, Spieler werden teleportiert, warte. Ah, okay. Ja, dann. Wir müssen diese Windräder immer wieder. Bist du Hubert? Nee, ich bin's nicht. Nee! Ich bin auch auf Ubi. Also stell dich hinten an. Verstanden. Hat man mich eigentlich auch im Stream? Vielleicht in einer Stunde. Vielleicht in zwei. Sag mal was. Bei dem Halbaffen weiß man nie so recht. Test, Test. Aber hallo, hallo. Ja, ja, ja. Das Warten lohnt sich also. Tja. Dann warten wir mal. 1, 2, 3, ja. Test. Test. Mikrofontest 1, 1. Bist du Hubert? Wer will das wissen? Mikrofontest 1, 2. Ich will was kaufen. Mikrofontest 1, 2. Und das klingt gut. Ja, hört sich gut an, ne? Nee. Hey, den Preis kann man nichts sagen. Ja, voll, ja. Voll die professionellen Streamer jetzt, der. Ja, echt. Jetzt bin ich auch schon weiter. Okay, warte noch schnell, wenn wir schon hier sind. Wir gehen schnell hier hoch. Und machen wir schnell dieses Windrad. Er läuft davon. Ah, oh, scheiße, nein, wir müssen. Moment. Ah, das ist ein Timer. Der Arsch läuft nach Nordosten. Was ich auch zum Beispiel super geil finde, ist, wenn du so durch die Welt läufst, die ganzen Kommentare, die du noch mitkriegst, so von den NPCs um dich herum, die sind so gut gemacht. Schneller, Aiden! Du hast ja, ich finde jetzt allgemein das ganze. Die Spielkulisse und alles halt richtig geil, ne? Also die ganzen Geräusche und alles. Ja, und ich finde auch so diese latente Gefahr, weißt du, die du, hey, es ist immer irgendwas um mich herum, hinter mir her, das ist echt gut. Hä? Wo ist er denn? Hakon, er ist nicht hier. Unmöglich, ich habe ihn genau da gesehen. Das kleine Wiesel versteckt sich sicher. Seh dich um. Warte, ich sehe ihn. Er klettert. Siehst du das GIE-Gebäude? Er klettert gerade aufs Dach. Hey, wo? Das ist das grüne Ding hier. Ach so.
Warte mal schnell, wie kommen wir da schon wieder hoch? Okay, wir müssten da rüber. Ah, ich glaube. Ah, okay. Wir müssten hier rüber. Ja, gute Idee, weil hinter mir sind Zombies. Ich bin oben. Ja, ich bin auch oben. Hubert, ich will nur reden. Hubert. Hubert! Ich habe nichts getan. Guck mal kurz hier hin. Hier zur Wand. Siehst du das? Mhm. Wir müssen alle bestätigen irgendwie. Ja, das ist im Moment, das ist eine andere Mission. Achso, okay. Dann sprechen wir halt mehr mit Hubert, ey. Hubert. Tu mir nicht weh! Worüber? Sieht auch schon. Sieht aus wie ein Hubert. Mir wurde gesagt, hey, mein Onkel heißt Hubert. Ein Hehler? Echt? Mhm. Aber das sieht doch nicht so aus, oder? Ich suche nach dem manchmal schon, ja. Dem verstorbenen PK-Kommander. Und tu bloß nichts, als wüsstest du nicht, wer Lukas ist. Gut, dann eben nicht. Weißt du etwas über den Lazarus? Machst du Witze? Selbst wenn mir jemand den Schlagring anbieten würde, würde ich ablehnen. Ich bin doch kein Idiot. Die Waffe ist viel zu heiß. Woher weißt du, dass Lazarus ein Schlagring ist? Woher weißt du, dass der Lazarus ein Schlagring ist, hä? Ich hab das nicht erwähnt. Komm schon. Jeder weiß von Lukas kleinem Handschuh. Er hat damit immer angegeben. Wenn irgendwer denken würde, ich hätte ihn, dann würde man auch denken, ich hätte Lukas getötet, was Blödsinn ist. Aber jemand wollte ihn dir verkaufen, stimmt's? Glaub mir, ich... Na gut, vielleicht war es so. Aber wer das war, sage ich nicht. Das ist vertraulich. Hör auf, um den heißen Brei zu reden. Sag schon, sonst... Sie heißt Maya. Wir trafen uns im Wohngebäude am Meatpacking Square. Bei der alten Metzgerei. Aber mehr weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe. Daneben stehen ein paar Armeebaracken oder so ein Scheiß. Na, ja, das finde ich. Ja, auf geht's. Ja, ja, schon. Du musst dich mal noch heilen. Jemand wollte ihm den Lazarus verkaufen. Ach so, ja, kennst du eine Maya? Nein. Komisch. Eigentlich kenne ich alle Frauen hier. Ich gehe zum Meatpacking Square. Meatpacking Square. Abgefuckte Gegend. Da haben sie 23 ein paar Armeebaracken aufgestellt, kurz bevor alles vor die Hunde ging. Sie ist angeblich in einem der Gebäude, die dort stehen. Okay. Meld dich, Kumpel. Oh, los geht's. Also jetzt müssen wir diesen Schlagring suchen, oder was? Ja, irgendwie müssten wir jetzt eine Lady suchen, die diesen Schlagring haben soll. Ah, hier unten. Hui! Ah, Moment, ich habe Fertigkeiten, die ich noch benutzen muss. So. Krass, ich hab voll die Gegenstände hier. Wir könnten hier noch dieses Windrad schnell mitnehmen. Zombies? Mhm. Ach, lass dich mal kurz killen, oder? Ja, ich gehe hier mal aufs Windrad hoch. Das sind ja auch so Parkour-Zombies, ne? Mhm. Jetzt darüber. Nein! Egal, du musst einfach einschalten oben. Ich muss mal schauen, wie ich da hochkomme. Ah, hier.
Jawohl, sehr gut. Was ist jetzt hat? Winter zusammen. Genau, und das ist dann, jetzt siehst du, jetzt haben die so ein Gebäude gebaut. Und das ist dann immer in der Nacht, ist das wie so ein Zufluchtspunkt, da kannst du dann teilweise auch hingehen, okay, schlafen, um die Nacht zu überleben und so. Jo. Okay, also, gehen wir weiter Richtung gelber Marker. Ja, ich muss nur schnell hier runter irgendwie. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ah, warte mal schnell. Kurz wiederbeleben. Ja, ich komm. Oh, Moment. Hm? Ja, wenn ich dich wiederbeleben will, dann fliege ich runter. Moment, ich muss hier anders hinstehen. So. Ja, weil er dann das Spawn hat, schnell. Nee, so ist gut. Lass mal schnell hier kurz zu diesem Versteck gehen hier. Ich möchte schnell sehen, ob wir, weil wir jetzt das Spiel gekauft haben, noch ein paar Extras gekriegt haben. Nö. Extras? Nö, gar nicht. Warte mal schnell kurz. Ich will kurz was ausprobieren. Ich steig gleich in deine Session wieder ein. Kleinen Moment. Mhm. Weil eventuell müssen wir kurz ins Hauptmenü. Ja, ich musste nichts neu installieren oder so, ne? Ja, es wurde einfach freigeschaltet. Du hast ja alles schon runtergeladen. Achso, ja, okay. So, warte mal schnell. Ah, okay. Kannst du schnell ins Hauptmenü zurück? Ja. Beenden, ne? War das. Und dann musst du auf Laden. Auf Laden. Laden. Und dann? Und dann sollte. Ich habe aber keine Punkte. Ja, du oberst rechts sollte ein Bundle sein. Ah, free. Kostenlos, ja. Genau, das schnell einlösen. Beanspruchen. Kostenlos. Habe ich. So, warte noch schnell. Okay, jetzt können wir wieder starten. Ja. Also du kannst wieder starten. Kann ich kurz eine Zigarettenpause machen? Jo. So, Zigarettenpause. In 2 Minuten geht's weiter. Be right back. Yes, yes.
So, hier bin ich wieder. Und wir sind zurück. Und wir sind zurück. Das kann man bis zu viert spielen, Mann. Ja, ja. Es wird bestimmt lustig zu viert. Zu viert in Zombies abhacken. Ja, fortsetzen. Auf der Konsole, auf der neuen Xbox sieht es bestimmt auch geil aus, oder? Ja, im Prinzip auch so die gleiche Grafik wie hier. Ah, okay. Mensch, dann musst du mir sagen, wenn du wieder da drin bist. Das lädt noch. Ja, ich bin drin. Aber, warte mal, dann gehe ich jetzt zur Tasche. Extras. Ui. Ey, die Waffen sind krass, ne? So. Online-Menü. So, ich trete hier wieder bei. Was lege ich jetzt weg? Geil. Du musst auch diese Waffen, die es jetzt gab, einlösen. Wie mache ich das jetzt nochmal? Ich gehe auf die Waffe drauf. Genau, Extras. Also Extras, ja, dann Extras. Hast du einen Bauplan und du hast die Waffe selbst. Du machst jetzt einfach einlösen, ne? Bei allen vier, dass du auch den Bauplan hast. Genau. Und dann den Gleitschirm auch noch also einfach Inventar machen. Und dann musst du in dein Inventar und die Waffen, die wir gekriegt haben, reinschmeißen. Womit mache ich den Gleitschirm auf? Hast du noch nicht, kriegst du... Es dauert noch eine ganze Weile, bis du den kriegst. Inventar? So, jetzt mache ich den in mein Inventar rein. Die eine Waffe... Hä, wo ist die Waffe? Die müsste jetzt auf der rechten Seite sein, dann musst du die... Nein, nicht auf fertig. Guckst du den Stream? Ja, mach mal an. Also du musst hier quasi... Die müssten dann hier drüben sein. Warte mal, du gehst auf Inventar. Nee, ich habe nur meine Waffen. Hast du die nicht? Warte, guck nochmal schnell. So. Wenn du hier im Spieler versteckt bist, hast du eingelöst? Ja, ja, habe ich. Okay. Und dann müssten hier die Waffen sein im Inventar. Warte. Das musst du auf deinen Spieler verstecken. Ach, hier. Und da musst du die rübernehmen. Ja. Jetzt verstehe ich das. Und dann gehe ich hier auf. Oh, das ist eine Elektrowaffe. Geil. Ja, mit RT und A kann man ja so einen Spezialschlag machen. Ja, genau. Habe ich aber ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ein Schlag, ne? Krass, geile Waffe. Hier kannst du sogar hinsitzen und Geschichten hören. Dann erzählen die wirklich so das Zeug. Also ich muss da noch eine Fertigkeit freischalten. Was empfiehlst du bei Parkour? Erst Ausdauer oder Sprung?
Warte mal schnell bei Fertigkeiten. Hm. Guck mal im Stream. Ja. Ich habe Lufttritt und hier. Ja, das habe ich auch. Und also ja, ich würde hier fester Griff. Dann fällst du nicht runter. Fester Griff? Mhm. Halten Sie Ihr Ding. Okay. Jo, habe ich. Gut. Achso, dann fällt er nicht runter, oder? Ja, er hält sich dann fest. Wenn du das nicht hast, bist du am Anfang zu schwach, um dich festzuhalten. Jetzt haben wir's. Alter, die Geräusche, Mann. Wo ist denn die Lady? Ah. Was für ein Drecksloch. Auf, Blutschmutzel. Kampfhandschuhe. Hey Kinder, ich suche eine Frau, die Maya heißt. Ja, was ist so witzig? Maya ist keine Erwachsene. Sie ist nur ein stinknormales Mädchen. Okay. Du hast versucht, Hubert eine PK-Waffe zu verkaufen? Ja, aber der Arsch wollte sie nicht. Ist total durchgedreht und hat mich zum Teufel gejagt. Maya? Ich brauche diese Waffe. Sie ist sehr wichtig. Du willst, dass ich dir dieses Messing-Dingsbums einfach so gebe? Bist du irre? Der echte Name von diesem Dingsbums. Du kannst uns helfen, einen Mörder zu finden. Okay. Ich gebe dir das blöde Teil. Aber für 500. Ich verhandle. Das ist ganz schön viel. Ich geb dir 10. Das ist mein letztes Angebot. Angenommen. Das Ding wollte eh keiner. Also 500 von 10 ist auch nicht richtiger. Guter Rabatt. Ist ja richtig so wie Hamid, Alter, der von den Autohändler. Kennst du den Hamid? Wir haben mit. Der Depp, Alter. Ja, komm. Ich hab den Lazarus. Cool. Dann schwingt dein Arsch zu Aitor. Das wird das perfekte Geburtstagsgeschenk für ihn. Obwohl ich keine Ahnung habe, wann der Penner geboren wurde. Ich gehe zur U-Bahn-Station. Okay. Hallo schon. Wohin? U-Bahn-Station. Ja. Das mit die Fähigkeit mit Rollen ist auch gut, ne? Ja, aber am wichtigsten ist, dass du so bald wie möglich den Dropkick freischaltest. Der ist übel geil. Dann kannst du wirklich. Du springst mit RB und dann klickst du zweimal LB und dann macht den Dropkick eben die Gegnerei, die fliegen nur noch durch die Gegend, ne? Die Sache ist eben die, eigentlich darfst du am Anfang gar nicht zu viele Missionen machen, sondern besser in der freien Welt ein bisschen deine Fähigkeiten pushen und so. Aber wir machen jetzt einfach mal ein, zwei Missionen und dann... Hä? Aha, das ist da hinten. Also wenn es eine Möglichkeit passieren würde, würde ich verlieren, Alter. Ich habe eh schon Höhenangst. Nein! Mein Controller ist ausgegangen. Warte. So. Moment. Jetzt. Sehr schnell. Snacks.
habe doch eine Fähigkeit freigeschalten, wenn ich runterspringe, kann LB drücken, dann macht das so einen komischen Hieb. Nein, B. Nicht LB, sondern B musst du drücken. Dass er so abfedert? Nee, also warte. Fähigkeiten. Hier. Schauen Sie auf den Gegner herunter, während Sie hoch in der Luft sind. Und drücken Sie LB zum Ausführen. Dann macht das so einen Kick. Mhm. Ja, aber es ist, wenn du einen Gegner unter dir hast. Ich Idiot. Auf der Matratze gelandet. Denken sich ja auch, Alter. Die gehen mit so einem Tuch raus und kommen wieder als Roboter. Hallo Bürger. Hm? Willkommen in der Mondwille der PK-Kommandozentrale. Zurück. Hoffentlich nicht mit. Aber es ist auch dämlich, weißt du? Ist die verdammte Apokalypse. Und wir laufen in Neongrün und Blau rum so. Hallo! Ja, als Papagei rum, ja. Meatpacking Square. Sie haben ihn doch nicht gehen lassen, oder? Das hätte der Mörder sein können. Ein Mädchen hatte ihn, 10 Jahre alt oder so. Sie hatte ihn nicht getötet, sondern nur die Leiche geplündert. Stopp, wir machen später weiter. Lassen Sie uns allein. Guck mal das Tattoo. Ich habe getan, was Sie wollten. Nun sind Sie dran. Bringen Sie mich ins Zentrum. Was ist das meins? Wir sehen und das siehst du dann mal wieder. Ich bin nicht befugt. Das sieht aus wie bei uns in Deutschland, Targobank, ey. Meine Leute wollen, dass ich den Killer finde. Ada, Sie haben es mir versprochen. Beruhigen Sie sich, Pilger. Ich halte meine Versprechen. Nehmen Sie das hier. Ein kleines Dankeschön. Ada, ich muss ins Zentrum. Kapiert? Ich will die Waffe behalten. Sie suchen jemanden, richtig? Ich möchte auch in den Zentrum. Der Tunnel geht auf, sobald ich den Killer habe. Verstanden? Sie können mir helfen oder warten, bis ich ihn selbst gefunden habe. Ich sehe Blutspuren auf Lazarus. Lucas konnte seinen Mörder... Wenn Sie ihn für mich finden, helfen Sie nicht nur mir? Okay. Gibt es Verdächtige? Der Commander wurde im Bazar ermordet. Ich werde versuchen, Lucas... Sehr gut. Damit Muss ich noch was wissen, bevor ich gehe? Tatsächlich, ja. Klingt ernst. Sie haben an... Ja, total. Es würde ja, total... Ich würde den Schlagring behalten. Ja. Finden Sie den Mörder, okay. Lebst du noch? Hast du dir etwa Sorgen um mich gemacht, hä? Natürlich. Ich setze große Hoffnungen in dich, Aiden. Ey, Bruder, einmal scharf mit alles. Lukas Mörder finde. Nur dann hilft er mir, ins Zentrum zu kommen. Du erledigst seine Drecksarbeit. Also das überrascht mich kaum. Er sagte, ich soll am Bazar anfangen. War ja klar. Die BKs und der Bazar hassen sich gegenseitig. Mhm. Auf dem Bazar gibt es nur 2 Leute, die wichtig sind. Einer davon ist dieser aufgeblasene Prediger Karl. Den kenne ich. Wen gibt es sonst noch? Sophie, seine rechte Hand. Sie kann gut mit den eher rebellischen Seelen des Bazars umgehen. Hilft dabei, sie im Zaum zu halten. Dodger wäre da auch noch. Ein kleiner Gangster. Weiß immer, was abgeht. Und Joes Banditen. Aber die haben Angst vor den PKs. Okay, ich rede mit Sophie. Du kümmerst dich um Karl. Außer du willst lieber das Mädel. Sophie? Die ist nicht wirklich mein Typ, weißt du. Zu störrisch. Oh Mann, wirst schon sehen. Stoppen wir da. Mhm. Also, was müssen wir machen? Fragen Sie die Sophie und Lukas über Lukas an. Also dahin.
Bist schon raus oder was? Ja. Hui. Oh shit, oh scheiße, ich habe eine Granate geworfen, fuck. Schnell weg, schnell weg. Jo. Wieso habe ich den Granaten ausgewählt? Ah, hier, so. Ja, wo ist das da drüben, ne? Der macht das nicht, ne? Was denn? Diesen Move, was ich freigeschalten habe. Ja, aber du musst über, also das ist, wenn du wirklich einen Gegner unter dir hast, weit unter dir, dann geht das. Alter, die Waffe ist zu heftig, ey. Irgendeiner schreit hier. Das ist so eine, ey. Nebenmission. Scheiße, ich hab sie angesprochen. Kein Problem, kannst du immer noch ablehnen. Mach Lola. Nein, kann. Siehst du die Lola? Aber wie? Sind so Nebenmissionen. Ach, muss man nicht. Die kannst du immer wieder aus deinem Tagebuch, kannst du die mit Nebenmissionen. Das sind teilweise noch witzige Missionen, die du so Sachen erledigen. Hast du eigentlich alle mal durchgemacht? Hey, ich würde sagen, so 80% habe ich abgeschlossen, ja. Das ist wirklich, ich sage ja, das Spiel ist 70 bis 100 Stunden, ne? Au. Das sieht schmerzhaft aus. Gibt es nicht eine andere Lösung hier oder das? Ach, da unten. Wo geht's denn? Ah, hier geht's rein. Hey, wo bist denn du jetzt? Ich bin hier hinten. Ach, bist du rein? Ne, ich bin hinten, um die Ecke rum. Was für ein Zufall, dass er genau jetzt repariert dort. Guten Tag, die beiden Paradiesvögel sind hier. Mit Zeugen Jehovas. Das ist kein PK. Woher weißt du das? Treiben sich hier ständig rum. Das ist dieser Fremde, der Pilger. Alter, wieso ist der so violett im Gesicht? Außerhalb der Mauern? Sind wir das, weil wir so glühen? Scheiße. Ich glaube, das wäre der Faulon, der Frau. Pass auf dich auf, Pilger. Ah, vielleicht, ja. Halt dich von den PKs fern. Die kennen keine Freunde. Diesmal mit Biomarker. Karl sagte, wir sollen dich zu ihm bringen, wenn du wieder auftauchst, damit er diesmal sich vorstellen mit Disco-Stempel. Genau. Hey, Bärkein hier. Mhm. Vergesst nie, die Menschheit erschuf eine Zivilisation, die schließlich nicht mehr war als ein Koloss auf tönernen Füßen. Wir dürfen nicht noch einmal denselben Fehler machen. Das wollte er nicht, das musste er. Du warst eine Gefahr für alle. Natürlich. Hört nicht auf die Ideologien von Narren, die zum Wiederaufbau aufrufen. Wer hätte das gedacht? Ein Pilger im Bazar. Ja, wir sind für das Gekaufte. Ah, hier ist ein Bazar, hier kann man Sachen verkaufen, oder was? Nee, Bazar ist so wie der von den gelben. Von der gelben Fraktion ist das so das Hauptquartier. Vorher waren wir in der Hauptquartier von den Blauen. Weißt du was? Ich sollte jetzt zu geht mir nicht was an. Nicht, wenn du dich auf meinem Gebiet bewegst, Pilger. Egaler. Ich hoffe... Guck, der Türsteher vom Berghain, Mann. Ja, echt sorry. Tu ihm nichts an.
atmen. Viktor Kalvschenko. Mhm. Ich bin. Aiden, du bist dieser Pilger, der. Du bist. Ich hab. Ich suche ab. Suchst du Arbeit? Du kannst. Okay, jetzt müssen wir so ein paar Missionen hier drin, wo die Ausrufezeichen sind, müssen wir abschließen. Achso, so Nebenmissionen, oder was? Ja. Ja, mach gleich das. Ganz also, zufällig da. Ich bin Sagan. Aiden, du bist neu hier, oder? Hm. Macht das einen Unterschied? Ich dachte, ich würde jeden in diesem Loch kennen, aber... Dich kenne ich nicht. Vielleicht, weil ich gerade erst in die Stadt gekommen bin. Ehrlich? Wow. Respekt. Ich habe gehört, dass vor den Mauern ein echtes Blutbad stattfindet. Was hat das mit dem Job zu tun? Nichts, mein Freund. Der Job erfordert aber in erster Linie eine... Wenn es einen von den Zuschauern stört, dass ich ihn überspringt, soll ich nicht sagen. Ja. Du wirst für meine Partner arbeiten. Und was die machen, macht dich auch... Guckt eh keiner zu. Also ein, aber das bin glaube ich mit meinem iPad. Ja, ich bin auch mit dem Handy. Ah. Guck mich nicht so an, ich geb dir bloß Info. Also. Jetzt müssten wir. Ja, doch was an. Arbeit. Ja, warte mal schnell, jetzt müssten wir auf. Das war jetzt Tagebuch. Auf Tagebuch? Ja. Vermisste Person. Vermisste Person, ach ja. Okay. Hab ich. Zeigt's. Ja, ich bin auf Tagebuch, dann auf vermisste Person drauf. Mir wird aber kein gelber Marker gezeigt. Bei mir steht nur hier, besorgen Sie sich Arbeit auf dem Bazar und verdienen sich Sophies Vertrauen. Aber da ist noch ein Ausrufezeichen bei mir, jetzt mehrere. Ja, okay, warte, dann gehen wir, keine Ahnung, wie das ging, müssen wir vielleicht noch ein paar. Ja, ich spreche hier noch egal. Du wirkst nervös. Schau, Arbeit gefunden. Hast du ab? Hinterlassen Sie. Wenn du da. Ah, Elzert. Dein Zug. Halten Sie und verfolgen. Ja. Mache ich das jetzt? Tagebuch? Dein Zug, okay, hier. Ich bin noch drauf auf Tagebuch und dann ganz unten und dann auf A. Ach, ich Idiot, ich muss A gedrückt halten. Ja, egal. Finden Sie verschollene Lieferanten. Okay, los geht's. Okay. Ja, wenn man nicht A gedrückt hält, ne? Passiert auch nichts. Genau. Oh, ich esse gerade diese Tuchkekse, ne? Die sind richtig geil, ey. Ich esse gerade gesalzene Maiskörner. Das ist auch so. Verdammt, das ist wie Kokain. Was? Was? Irgendwas mit Zwiebeln und so. Natürlich. Wir haben nichts von alledem. Boah, hast du Schwein ganz Zeit? Einfach essen, was da ist. Okay, komm. Ich sag, komisch, ey. Die NPCs sind wirklich echt schräg. Es gibt auch super viele Easter Eggs im Spiel. Also eben so dieses Hühnchen. Oh oh. Aber konnten die in Teil 1 auch so krass klettern? Ja.
Ja, ich meine die Zombies. Finden Sie den verschollenen Lieferanten. Okay. Oh oh. Okay, ich habe alle auf einmal gekillt. Ah, mit Strom. Warte mal schnell, welches Messer schwingst du jetzt? Machete. Das ist die Machete, okay, weißt du was, dann rüste ich mir die andere aus. Habe ich hier noch eine. So eine Sichel. Oh, schaut auch gut aus, ey. Ah. Drück mal RB, also rechten ja, Stick. Hab. Jetzt müssen wir hier lang. Da vorne hat es irgendwo Zombies. Alter Vater, Mann! Die klingt schon auch gut, oder? Ja. Ich habe das Gefühl, sie ist eine Spur schneller vom Schlagen her. Wollen wir schnell, sind wir richtig? Ja, eben nicht, die Spuren sind keine Spuren mehr. Also warte noch mal schnell hoch. Wo waren die Spuren vorher? Ja, die waren und das hier. Sind wir hier und dann ging es aber hier rum. Also ja. Müssen wir hoch? Nee, das ging dann hier lang. Ah, wir müssen runter, ja, wir müssen runter. So runter? Ja, keine Ahnung. Ich geh mal ganz runter. Nee, hier ist nix. Nee, er gibt keinen Sinn. Okay, dann müssen wir vielleicht hier oben in einem von diesen Stockwerken gucken. Kriegst du eigentlich auch, wenn ich was aufnehme, kriegst du das auch? Benachrichtigung? Ja, das... Oder wie? Ja. Ja, ja. Bei mir kommt dann immer monophonisch gestreamt. Finden Sie den verschollenen Lieferanten? Okay. Aber wo denn? Von hier sind wir raus. Blöd gemacht, oder? Ja, warte mal schnell. Vielleicht doch hoch. Finden den verschollenen Lieferanten. Wir sind da reingekommen. Ja, die gingen dann hier so rechts eigentlich. Ja, aber müssen wir raus? Mal schnell. Ne, es muss im Haus drin sein. Wenn sobald man aus dem Haus geht, dann. Jetzt wieder runter.
und diesen Zombie bei dir. Mhm. Ey, es muss doch irgendwo hier sein, oder? Es muss doch hier drin sein. Sag mal, verpassen wir irgendwie eine Info? Hier kann man nicht aufspeisen. Finden Sie den Lieferanten? Wir sind hier runter. Ich habe Schrotpatronen gefunden. Es muss hier in dem Haus drin sein. Ah. Hm? Ah, okay, ja. Warte mal schnell. Es gibt hier, ich glaube, wir müssten da, wo wir dieses Rohr runtergekommen sind, nochmal rein. Das war oben, hm? Oh, ist ja dunkel, ne? Irgendwie geht's hier nach unten weiter. Wir müssen irgendwie einen Schacht finden, der da wieder reingeht. Okay, warte, ich habe eine Idee. Wir müssen wahrscheinlich hier rein. Warum geht meine Anzeige wieder runter? Die oben? Hm, 5 Minuten 10? Ja, weil wir im Innenbereich sind. Wir müssen irgendwie wieder in diesen Schacht reinkommen, aber irgendwo eben woanders. Weil es gibt, wenn du ganz zu unterst bist, siehst du quasi das untere Ende von diesem Schacht, wo wir runtergekommen sind. Dann muss es auch wieder in einer Toilette drin sein, bestimmt. Irgendein Badezimmer, denke ich ja mal. Ja, aber wir können ja nur in dieser einer Wohnung hier. Und hier können wir nicht rein. Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Wir sind hier oben rausgekommen. Ah, okay. Oh. Geh nochmal in den Schacht. Ja. Und kletter hoch. Ach, hochklettern. Wo bist du? In dem Schacht. Ach, hier, ja. Wir müssen nicht runterklettern, wir müssen hochklettern. Ah. Oh, shit. Nacht hat angefangen. Hallo? Nein, ich flieg ganz weit runter, Mann. Ja, ich warne dich. Raus aus meinem Haus. Na, der Hubert ist hier. Echt? Ja. Reden wir mal mit Hubert hier. Was soll denn die Fresse schlagen? Das nennst du eine Geheimtür? Sollte es sein, ja. Du hast Pech, Kumpel. Ich weiß immer noch gar nichts über irgendwas. Dodger schicken. Dodger? Ach. Na gut. Dodger. Brauchst du Hilfe? Nee. Warte. Geh nicht zu ihm zurück. Was soll ich ihm also sagen? Weiß. Hey! Steig über den Zaun vor dem Massagesalon. Langsam. Wenn GR Dodger unter Militär ist. Was für Vor. Bin ich sicher. Aber normalerweise, gute, fürs Militär gab's immer nur vom Feinsten. Kein. Also, wäre für uns alle ein großer Fang. Aber ich bin raus aus dem Rennen. Buchstäblich. Gut, ich bin bald zurück. Danke. Damit rettest du mir den Arsch, Kumpel. Du solltest gleich aufbrechen. Ja, die meisten soll ich noch ein Menü mitbringen von McDonald's oder so? Ey. Danke für den Tipp. Schicken mich, weißt du, die schicken uns immer überall hin, ey.
Naja, du bist auch ein Pilger. Und Pilger sind so in dieser Welt Leute, die halt viel hin und her laufen und Kurier machen und so. Okay, also 131 Meter. Da unten ist gerade so ein heftiger Zombie. Den kill ich alle mit der neuen Waffe. Okay, noch einer. Okay, einfach hier zum Feuer. Oh, ich brenne. Waffe, das dauert extrem, bis sie sterben, oder? Nee, die sind einfach ultra stark. Ich hab ihn! Wie, du hast ihn? Ich hab den, dieses Vieh kaputt gemacht. Alter, was ist jetzt ein Kampf, ey? Nee. Geh, spring hier unten auf diese Lampe. Auf diese Ding. Da ist violettes Licht hier. Ja, das ist irgendwie so ein Unterschlupf. Oder was wir schnell machen könnten, ist da zurück in dieses Haus und schnell über Nacht durchschlafen. Ja, wir machen mal so. Also, mach mal zurück. Ja, ja. Nachtschlafen heißt auch ein Häuschen für die Zigarette. Mhm. Ist das ein Biomarker von St. Joseph? Zeig her. Du suchst. Ah, jetzt noch ein Händler. Ja, ja, ich hab schon. Okay. Kann man immer gebrauchen. Wo ist das Bett hier? Der hat kein Bett. Gutes Geschäft. Nicht? Scheiße. Ah. Ja, nehm ich. Oh, du Scheiße, das sind drei solche Monsters. Ja, einfach. Wie konnte ich nochmal die Karte aufmachen? Mit Select und dann auf Karte. Ah, auf Karte, ja. Ja, okay, wir müssen noch ein Stück laufen, um zu einem Bett zu kommen. Oder wir ziehen es durch. Für mich ist es egal. Ja, komm. Wir versuchen es mal. Mehr als sterben können wir nicht. Hier runter. Moment, da rüber. Ich versuche mich vor allem nachts immer irgendwo auf den Dächern aufzuhalten, weil sobald du, wenn du nach unten gehst, dann ist vorbei. Kommen diese Viecher.
finden sie die Kisten im verlassenen Parkhaus. Das klingt aber nicht gut. Alter, das klingt gar nicht gut. Hörst du das? Mhm. Alter! Bitte schön. Meldung eines Segmenten anfangen? Achso, jetzt. Geht's dir? Wird schon gehen. Und dir? Wer bist du? Braucht ihr Hilfe? Wir kommen schon klar, danke. Was ist passiert? Wir haben Gerüchte über diese Garage gehört. Wir dachten, das wird ein ganz leichter Job. Aber wir lagen falsch. Vollidioten. Hey, zumindest sind wir weit genug runtergekommen, um den alten Militärgenerator anzuwerfen. Und was ist dann passiert? Noch weiter unten ist die Tiefgarage. Haben es gerade noch so lebend rausgeschafft. Naja, wohl nichts dagegen, wenn ich's mal probiere, oder? Tob dich ab! Hier, wenn du es schaffst, nicht rauszugehen, kannst du die hier vielleicht gut gebrauchen. Wir gehen ganz sicher nicht zurück. Zumindest nicht auf demselben Weg. Na, danke. Was hat er jetzt gegeben? Keine Ahnung. Haben wir gekriegt. Eine Knarre bestimmt oder so. Dietrich. Dietrich. Müssen wir hier hoch? Nee, runter, runter. Generator ist an. Hier liegt eine Waffe auf dem Boden. Oh, mitnehmen. Ist das schlimm? Ja. Schleichen. Jo, schleichte. Ah, scheiße, nicht hier rum. Da vorne ist ein Zombie, der so ein bisschen wie glüht. Den müssen wir versuchen zu umgehen. Der steht, der ohne. Der ist scheiße. Fuck. Wir müssen an dem vorbei. Wir können hier rechts gehen. Okay, leise, der andere kommt. Alter, hat hier Loot. Oh, Pilze. Kommt mir fast vor wie Mario, ey. It's me, Mario. Ja, echt. Hier hat's schon mal was gehört. Ja, ich geh mal hier vorne noch. Oh. Denkst du, was ich denke? Nein. Ich schmeiß gleich mal Dinge. Bleib mal noch da oder komm unter den Tisch. Wo müssen wir denn hin? Ah, hier. Ah, hier oben ist gelb. Soll ich rennen oder? Einfach hochkommen. Nein, jetzt noch Blut. Okay. Da hinten?
das eine Kiste? Ah, nein, das ist keine Kiste. Hier raus? Okay, ja. Oh, Achtung! Hat er uns gesehen? Ja, glaube. Erstmal looten, bevor man stirbt. Ich glaube, ich habe die Kisten gesehen. Ist das noch eine Kiste? Dietrich. Mach die andere auf. Da ist nur eine da. Hier. Hier. Oh. Ist keine Kiste mehr, oder? Ich, keine Ahnung, ob das... Was hast du da jetzt genommen? Aufputschmittel. Bin ich also immun. Für, gegen diese, wenn du hier in der Nacht unterwegs bist. Wo ist, so, wo ja, ist die andere Kiste gewesen? Oh mein Gott. Ich geh runter vielleicht? Warte mal schnell, aber du hast diese Kiste auch gelootet, die ich aufgemacht habe? Ja, hab ich. Hast du eine andere Kiste gefunden, die du aufmachen Nein, musstest? Eben nicht. Okay. Hier geht's runter, schon mal. Mal noch kurz. Nee. Ja, aber da kommen wir dahin, wo wir vorher waren. Wie viele Kisten sind das? Ah, weißt du was? Ich glaube, wir müssen hier auf die... Siehst du gegenüber? Wahrscheinlich müssen wir da rein. Weil ich sehe da auch gelb. Aber wie kommen wir da rein? Warte mal. Geht's da vorne links, wo diese grüne Lampe am Boden liegt, geht's da rein? Wahrscheinlich schon, ne? Schon, ja, kann schon hin. Ja, richtig. Okay, ja, jetzt gibt's Gemetzel. Alter, mit dieser Waffe ist der viel zu OP, ey. Hier geht's rein, hier. Ich bin drin. Ah, hier. Alter, hier. Boah. Öffne. Da sind Kisten, da komme ich nicht rein. Mit Dietrich. Notizbuch habe ich genommen. Auch Putschmittel. Nee, bei den anderen stehen so Kisten davor. Geht irgendwie nicht. Okay. Okay, Kiste ist offen. Warte, ich baue mir jetzt demnächst Molotov-Cocktails oder so, ey. Wie baut man sich nochmal Molotov-Cocktails? Notiz. Fertigung. Durchsuchen Sie die Kisten im GRI-Depot 0 von 5. Ah, hier drin. Ah, Moment. Ja, okay. Wir müssen... Siehst du, wenn du... wenn du auf rechten Stick klickst, siehst du so Lupen. Dodger kann die sicher brauchen. Und jetzt liegt hier noch eine. Guck. Und jetzt zeigt's an, dass wir... Wie kommen wir denn da rein? Ja, genau.
Ah, Moment. Ah, von oben. Von oben, ja. Ich häng fest. B halten. Dann flex. Ich mach schnell die Kiste auf. Nochmal Notiz. Ich bin hier der Kistenmeister. Zigarren, Jack Whisky. Eine Flasche Risen Glory Cognac. Und Zigarren. Kubanische steht auf der Kiste. Oh, ich glaub, das war alles, hä? Jetzt noch Zeugs? Wo? Das hast du schon genommen, aber ich nicht. Ah. Wollen wir schnell, hat's noch irgendwo Loot? Ja, hier unten hat's noch Loot. Wie kann man sich Molotov-Cocktails bauen eigentlich? Lernst du... Nee, kannst du bauen. Ich glaube, man braucht Alkohol und... Und Stofffetzen. Ja, und Stofffetzen, ja. Ja, hab ich. Warte mal schnell. Ah, ich glaube, das lernst du erst noch. Ach so, okay. Ja. Okay, also gehen wir mal raus. Oh, scheiße, da vorne steht das hier. Ja, hier ist Geld. Ah. Einfach gelaufen. Jawohl, Alter. Ja, Druck, oder? Ja. Jawohl. Hast du das Versteck gefunden? Ja, habe ich. Danke für die Dietriche. Aber was macht ihr noch hier? Ist er das? Na klar. Ich habe nichts gefunden. Damit hat er uns eine Menge Ärger erspart. Sehr gut. Also. Der Klaus. Wie hast du das erfahren? Ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Wieso? Hatte das Vögelchen ein gebrochenes Bein? Und wenn schon? Ich hatte ihn nämlich gebrochen. Warum hast du ihn verletzt? Hubert wollte die Ware für sich allein einstreichen. Wollte Dodger erzählen, er hätte nichts gefunden und... Aber Hubi, den Halbaffen brauchten wir dazu nicht. Und dich, Brab. 3-1? Falsch gezählt. Ich töte euch alle! Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Ja, voll, ja. Ich hab gezählt. 5 Leichen. Legt den um und holt euch die Ware. Ich nehm die rechts. Ja, sind beide schon tot. Hinter dir! Boah. Alter, Hammer tut weh. Oh? Bist du gestorben? Nö, bin wieder da. Okay. Ja, aber die Keule ist super langsam. Sie hat zwar verdammten Bums, wenn du jemanden triffst damit, aber sie ist auch super langsam. Ja. Also. Alter, was steht denn hier auf dieser Schweiz? Wie? Ah, Schwipsi. Schwipsi. Da, wohin? Zurück. Mach ich jetzt noch Loot? Wir brauchen eine Flaschen. Ja, die kannst du schmeißen mit LT. Und den Speer kannst du auch werfen mit RT dann. Ah, Moment mal. Können wir hier rein? Öffnen, ja. Wir müssen unten rein. Ne, oben. Ja, geil, Mann. Hier drin hat's Hemmstoff. Was hab ich hier gefunden? Hemmstoff. Ja. Was ist das?
das ist quasi wie um deinen Fertigungsbaum hochzupushen. Und wie kann ich das aktivieren? Stufe 1. Upgrade verfügbar, Fertigkeiten öffnen. Und dann hast du unten, entweder machst du mehr Gesundheit oder mehr Ausdauer. Ich würde auch. Okay. Ja, geil. Haben wir auch noch gefunden. Super. 141 Meter. Okay. Gehen wir da noch. Wie kommen wir da am schnellsten aufs Dach? Hier. Hey, warum bin ich jetzt runtergeflogen? Weiß nicht. Mich hat irgendwas. Bist du gerade angegriffen? Spring hoch. Ja. Ja, bei mich hat irgendwas. Ja, ich werd sterben. Dreh dich um. Oder ja? Über das Auto hoch. Okay, gut. Da. Fast runtergeflogen. Ja, das. Na, dazu manche Häuser, das haben die echt blöd gemacht, finde ich. Mhm. Ja, aber eben, du wirst immer schneller und besser, glaub mir. Na, jetzt wird's eh wieder hin. Stehe hier vor einem Fenster. Oh, bist du schon drin? Nee. Gibt es ein Seitenfenster? Ja, jetzt bin ich drin. Wie geht's dem Bein? Nicht besser. Aber es wird schon wieder heilen. Irgendwann. Was ist los? Ich hatte die Ehre, die Banditen zu treffen, von denen du erzählst. Die meinten. Na gut, es sollte nur dieses eine Mal sein. Deutscher hätte. Und warum? Kapier's doch. Ich lebe von der Hand in den Mund. Und ich dachte nur, die nur ein... Und die Bandit? Ich dachte, ein Üb bin wahrscheinlich ein ziemlicher Idiot, oder? Scheint so. Das passiert, wenn man so gierig ist. Ich bin nicht gierig, nur verzweifelt. Jetzt habe ich ein kaputtes Bein und weiß nicht, wann ich wieder arbeiten kann. Und keine Haare mehr auf dem Kopf. Mit denen passiert? Genau. Sie haben versucht, mich umzubringen. War aber nichts. Huh. Und die Ware? Hast du die? Ich habe alles. Ich flehe dich an. Erzähl Dodger nichts. Wenn du das machst, bin ich... Bitte bring ihm alles, was du hast. Sag Dodger, dass ich... Ich... Ach, komm schon, Mann. Ich mach sowas nie wieder. Dass ich nicht lache. Glaub mir, ich hab mein... Mal sehen. Hm. So, jetzt müssten wir... jetzt müssten wir da hinten zur Kirche und dem anderen das Zeug geben. Und hier. Oh, scheiße. Oh, das hat weh getan. Oh, wie mache ich das am besten? Wenn man die Nacht überlebt, bekommt man so einen Bonus oder was? Ja, genau. Wenn du Missionen in der Nacht erlebst, kriegst du fast doppelte Punkte. Das ist halt auch so ein bisschen der Anreiz. Ich komme gleich wieder. Ja. Hey, was hast du für mich? Na, erstmal habe ich die Filter hier gefunden. Gut. Nicht gerade ein Sechser im Lotto, aber ich verkaufe sie und streiche einen schönen Gewinn ein. Was ist hiermit? Eine Flasche Cognac und eine Kiste Zigarren. Genau meine Kragenweite.
Siehst du, ich hab doch gesagt, in der Militärbasis gibt's was Wertvolles. Siehst du, Urban? Habe ich ein Näschen für gute Sachen oder nicht? Arschgeil. Da wir von Ärschen reden. Was wollte Hubert? Da wir von Ärschen reden. Also genau, hab ihm geholfen, hier ist dein Kram, ist besser. Na, Hubert hat sich das Bein gebrochen, also hab ich die Vorräte für ihn besorgt. Er sollte zum Arzt. Zumindest sollte mal jemand nach ihm sehen, während er wieder auf die Beine kommt. Ja, er braucht definitiv einen Arzt. Wovon redest du? Du weißt ja, wie es heißt. Vertrau auf Gott. Überbricht einem Kamel die Beine. Nur für den Fall. Guten Tag. Was? Der Psycho arbeitet für dich? Moment, den haben wir doch getötet. Nee, nee. Du wolltest mich umlegen? Wer redet denn von umlegen? Das war abgehauen. Ich hab Klaus nur gesagt, er soll die Beute holen. Er ist manchmal ein bisschen übereifrig. Du Drecksack. Komm schon, schmeiß. Nimm dir ein Beispiel an Klaus. Er ist nicht sauer, dass du seine Freunde umgelegt hast. Natürliche Selektion. Du warst einfach stärker als sie. Du warst mir einfach nützlich. Ich wusste nicht, wie ich an Ubi rankomme. Ich habe gewartet. Was hast du mit ihm gemacht? Er hatte schreckliche Schmerzen. Auch die Textur, weißt du, auf der Lederjacke und so, Mann. Gebrochen, zum Ausgleich. Der Typ hinter der Bar mit dem Hut. Bist du total übergeschnappt? Hey. Guck dir sie an. Das ist ein Vollmongo. Wir leben in gnadenlosen Zeiten, also muss auch das Gesetz gnadenlos sein. Er hatte seine Lektion doch gelernt, er wollte es nie wieder tun. Ach ja? Bist du dir da sicher? Hast du eine Ahnung, wie viele Leute der Halbaffe schon beschissen hat? Leute, die einfach nur überleben wollen. Die ihre Familien ernähren müssen. Dass der... Er hat bekommen, was er verdient. Und er zieht niemanden mehr über den Tisch. Die ganze Welt geht den Bach runter, da brauchen wir sie umso mehr. Ohne sie wären wir nicht besser... Das nennst du Regeln befolgen? Deine Regeln? Das... Ich weiß zu... Wer meinst du steckt hinter seinem Tod? Barney? Sophie? Ich finde auch die Synchronisation super geil gesprochen, weißt du? Ja, ist wirklich gut. Die in einem viel zu großen Sackgassen spielen. Andererseits sind... Ich weiß nur... Danke für dein Mitgefühl, aber das kannst du dir sparen. Ich weiß, aber ich musste rausfinden, mit wem ich es hier wird. Such dir nächstes Mal einen anderen Dummen. Wenn man nichts bekommt von ihm. Nö. Da. Geh schnell eine rauchen. Jo. Machen wir noch ein paar Missionen, oder? Ja, ja. Was haben wir eigentlich für Zeit? 12, ja. Also mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde bin ich noch da. Alles klar. Wahrscheinlich. Ja, ich verkaufe hier noch mehr, ich verkaufe hier ein bisschen Sachen. Dir gefällt, was du siehst? Dann schau ich da mal rein. Angeblich soll das Turnier in der Massakerhalle noch extremer werden. Fantastisch!
super Wahl. Das ist mein Spezialmodell. Das macht immer Sinn, Junge. So, bin wieder da. Jo. Stell dir vor, ey. Wir müssten dann essen und alles in diesem Spiel, ey. Komm mal schnell noch zu mir. Ich stehe unten hier bei so einem Handwerksmeister. Warte mal, hier ist der Händler, oder? Mhm. Warte mal, komm mal hier hin zu diesem Typen hier. Ja. Da kannst du Sachen einkaufen. Okay. Und zwar so Waffenmodifikation. Waffenmods, ja. Okay, was soll ich da kaufen? Warte mal schnell, siehst du den Stream noch? Ja. Du gehst hier auf Upgrade und dann kannst du Waffenmodifikationen kaufen. Ach, auf Upgrade. Ich habe jetzt schon, aber diese Upgrades kannst du kaufen und dann deine Waffen modifizieren, dann werden sie besser. Du meinst hier auf Waffenmods, meinst du? Genau. Gift und alles. Flamme, Gift. Ja. Ich bin schon oben im Lager. Mal schnell gucken. Hast du alle gekauft, ja, ne? Ja, einfach ein bisschen sowas, ja. Ich hab mal alle gekauft. Waffen herstellen. Du kannst eben verschiedenen Kleidungsstilen kannst du noch gewisse Attribute von deinem Charakter verbessern, sodass du schneller bist oder und so weiter. Aber das würde ich dann mal in Ruhe angucken, wenn du. Ja. Und immer um. Wie kann ich das jetzt Inventar, ne? Genau, du gehst Inventar zum Beispiel.
Guck mal nochmal schon in meinen... Ah, modifizieren. Genau. Kann ich die Waffe, was mit Stromschlag hat, auch schon modifizieren? Nein. Du siehst immer neben der Waffe so Punkte. Ja. Und wenn du zum Beispiel einen Punkt hast und der ist aber nicht ausgefüllt, dann kannst du ihn modifizieren. Also ich könnte jetzt hier mit dem Flammenmod ausstatten. Bei mir ist aber rot, ich habe keine Klinge. Ja, okay, ja. Ja, das findest du noch. Geräuschkörper habe ich. Trau dem schwierigen Wasser ja nicht. Ich habe vielleicht Arbeit für dich. Hey, hinten gibt's Arbeit. Oh. Erkennst du mich nicht? Oder hast du eine Allergie gegen Geld? Du und ich, wir können eine Menge Geld verdienen. Da ist er! Schnapp ihn jetzt! Er ist ein Mörder! Was? Julian, Luke wurde vergiftet. Von dem Wasser, das du ihm verkauft hast, sagt Bevan. Was? Lügner! Luke! Hat er mich sicher nicht erst nach seinem Durchdrehen beschuldigt? Immer lang. Natürlich! Wenn ich... Bevan, warte! Ich schwöre, ich verkaufe nicht mal Wasser zum Teufel! Wenn du lügst, Julian, mach ich dich... Ah, jetzt müssen wir irgendwie. Muss erstmal den Mission wieder aussuchen, oder? Tagebuch. Hey, ich hörte Karl letzte Nacht über Wasserschwankungen sprechen. Moment. Nein, wir müssen nochmal mit dem Typen sprechen. Ah. Wenn du also kein Wasser verkaufst, wie ist dann jemand an deine Flaschen gekommen? Wichtig, selbst wenn. Mein Wasser ist so rein wie geschmolzene Schneeflocken. Also, geht's vielleicht um Rache? Für was? Alle lieben mich. Ich hatte... Warte mal kurz. Warte. Scheiße. Ich springe halt immer, ne? Wenn's okay ist. Marco, diesem... Ich kenn die Storys eh schon. Ich hab ihm Beweise... Das schau ich mir an. Und noch was anderes. Hans hat vielleicht auch eine Flasche von dem Wasser. Ich dachte, du verkaufst kein Wasser. Tu ich auch nicht, ob... Da ist was faul dran. So. Prost. Finden Sie Marco den Wasserlieferanten, finden Sie Hans den Jäger, bevor er das vergiftete Wasser trinkt. Okay, gut. Los geht's. So, gleich mal meine neue Waffe hier ausrüsten. Was für Waffe hast du? Ach. Wie hast du das gemacht? Modifiziert. Mit Flammen und so und Gift. Ja, ich habe keine Klinge gehabt. Ja, finden wir schon noch. Und ist das gut? Oh, ja, ja, sicher, Alter, die ist gerade explodiert und vergiftet worden. Also, 300 Meter, okay. Oh, das nervt. Meine Waffe ist ja mit Flammenwerfer ausgerüstet und du hörst immer das Gas so, wie es brennt. Ganz toll, ganz toll. Super gemacht. Nein, tot. Wie tot? Nein, fast. Kommst du hoch? Ja. Schaffst du's? Ja. Okay. Gehen wir am besten zuerst zu 1. Ja, wie kommen wir runter hier? Hier. Ja, da bleiben wir auf die Dächer, oder?
Okay. Lauf. Bist du da unten? Ich bin oben. Nee. Ach, die kämpfen gerade. Warum sehe ich dich nicht mehr auf dem Marker? Ah, jetzt hat hier. Ach, wenn du zu weit weg bist, oder? Ja, dann siehst du irgendwie nur noch. Ich bin, glaube ich, irgendwie falsch abgebogen. Warte mal schauen. Ja, ich bin. 80 Meter bin ich bei 1. Oh oh. Oh scheiße, ich depp im Boden. Ich bin tot. Bin. Ja, ich auch fast. Ja, super. Okay. Lauf einfach mal zu eins. Im schlimmsten Fall kannst du mich ja teleportieren. Oh oh. Scheiß Kiste. Ein Stern habe ich gefunden. Wurfstern? Geil. Nee, nee, so eine. Da ist es. Morgenstern. Eine Keule, oder? Ja, was? Ja, sowas. Ja, ja, so eine Keule, ja. Geil. Kann man aus. Welche testen, ja. Hier. Oh, ich hab jetzt 51 Schaden, ne? Nice. Zweihändig und dort extrem lange. Habe ich nicht so gern. Aber es gibt eben so, du kannst quasi eine Panzerklasse bauen und dann bist du so wirklich der Tank, der irgendwie mit diesen Einhandwaffen super hart zuschlagen kann. Aber ich habe lieber was Schnelles zum Rennen und so. Weil ein Schlag und die Menschen sind tot, ne? Mhm. Eben, warte mal ab. Ich habe auf der Konsole habe ich einen speziellen Geister-Baseballschläger. Ey, damit, wenn ich einen kritischen Treffer lande damit, dann fliegen die Zombies etwa 50 Meter weg. Und ich spiele nur noch mit dem, weil ich bin damit praktisch unzerstörbar. Wo bist du? Ja, ich bin fast bei der 1. So 80 Meter noch. Okay, ich bin direkt vor 1. Wie soll ich denn da rüber gehen?
ins Haus rein. Mhm. Bist du runter? Ja. Ja. Toll. Noch ein Wasserdieb. Das hat mir noch gefehlt. Bei all den Dieben und Infizierten bin ich bald pleite. Wie meinst du? Du wolltest mich ausrauben, stimmt's? Ich bin hier, weil ein Dieb namens... Ich habe gar nichts vergiftet. Ja, du behauptet was anderes. Ja klar, wenn du kein Dieb bist, warum bist du dann bei den Infizierten? Wenn nicht, bin ich hier erledigt. Gift, Wasser oder nicht? Also gut, ich verscheuche die Infizierten und du sagst mir, was los ist. Abgemacht? Gut. Euch nicht. Ja. Mhm. Sind schon alle tot. Teile für Carlos und seinen bahnbrechenden Zaun. Ich hoffe, er wartet noch am Bazar. Ah, jetzt haben wir diese Elektrikteile gefunden. Mhm. Hey, ist doch wieder der Laden hier, oder? Hier musst du die Türe zumachen. Ups, was war das? Die Tür muss ich zumachen? Ja. Haben wir schon, wie ist denn das runtergefahren? Mit dem Wasser auf sich. Warte. Du bist also wirklich einer dieser Räudigen. Räudig? Sind wir sicher? Du musst ein scheiß Krimineller sein oder vollkommen durchgeknallt, hunderte von Meilen durch eine Welt mit Befallenen zu latschen. Durchgeknallt in... Also, was ist jetzt mit dem Wasser? Mit meinem Wasser ist alles in Ordnung. Mein Bazar wurde vergiftet. Wenn er stirbt, wird man dir die Schuld geben. Ach. Ein Unfall, okay? Nur wegen den verdammten Dieben. Dieben? Ständig klauen sie mir mein Wasser. Ich hab die Nase voll. Also habe ich ihnen eine Falle gestellt. Du hast bewusst das Wasser vergiftet, um die Banditen zu... Nicht ganz. Ich hab mal einen Befallenen getötet, der hier angekrochen. Und der Kerl fiel... Da also füllte ich ein paar Flaschen. Die sollten nie auf dem... Ich war wohl besoffen und hab... Ich geb dir alles Geld, was ich Idiot. Hab. Und leg noch was drauf. Nur erzähl's niemandem. So. Sei ab. Bist du bekloppt? Ich lasse nicht zu, dass Julian für eine Sache hängt, die er nicht getan hat. Das ist eine Geschichte. Jetzt kämpft er gegen uns oder was? Ja. Tot ist er. Stell dir vor, so, du willst zwei Leute kaputt machen und du hast nicht einen Schlag gesetzt, weil sie dir mit Elektromesser und Axt in die Fresse schlagen. Ey. Okay. Warte, weil es so schön war? Weil es so böse war? Bitteschön. Hm? Ich habe noch eine Flasche draufgeschnitten auf ihn. Hm. Okay. Jetzt wieder zurück, oder? Jetzt müssten wir zu zwei, oder? Ja. Ach, bist du wieder hoch? Ja, wir müssten hoch. Weißt du, auch hier oben am Ende hat es so Spinnweben an der Wand. Das ist so schön gemacht. Ja, Mann. Ah, hier.
Okay, jetzt gehen wir zu 2. Weil sonst trinkt er das Wasser und dann... Pistolenmunition haben wir gesammelt. Mhm. Pistolenmunition. Ja. So. Hey, ist doch wieder so ein Ding, oder? So ein Baum. Ja, aber man kann nicht bei allen rein. Nee. Oder doch? Oder? Ah, nee, das ist der Eingang zu einer Höhle. Ja, hier unten könnte man rein und dann. Aber das kannst du nur in der Nacht machen. Tagsüber ist es zu gefährlich. Mal schauen, wo es jetzt. Ah, da drüben ist die 2. Weiß ich, warum du immer so geschwärmt hast von diesen Spielen. Hey, das sind Menschen, die wollen uns töten. Ah, ne, doch nicht. Hui! Wow, es hat geklappt. Was für Vital? Spring an Seil, an Seil. Und dann hier rüber. Oh, ja, ja. Tarzan, Mann. Tarzan-Zone. Toni. Hans? Hans? Hans, bist du da? Hans, bringst du Flammenwerfer? Okay, warte, ich knack das Schloss. Ich mach meinen Täuschkörper weiter weg, oder? Nee. Hans! Hans! Wasser? Das ist kein Wasser. Der Volltrottel muss schon wieder die Flasche verwechselt haben. Der würde seinen eigenen Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Was meinst du mit Flasche verwechselt? Er nimmt immer ein bisschen Zielwasser mit, wenn er jagen geht. Aber der Alk ist noch hier. Also hat er Wasser mitgenommen. Wo ist er? Und was geht dich das an? Das Wasser, das er von Julian hat. Es könnte verseucht sein. Er ist jagen, bei diesem Militärturm. Ein paar hundert Meter westlich von hier. Ich gehe zum Turm, du gehst zu den Höfen. Was da drin ist, tötet bestimmt alles andere ab. Vorbei. Also, wohin, da lang? Also zu 2, hä? 2 ist, ne? Da drüben, 110 Meter. Ja. Fresse gibt's. Warte mal schauen, wie kommen die rüber da? Willst du? Hast du was von dem Wasser getrunken? Allerdings. Ja, schau mal, ist alles verseucht dort. Mhm. Ja. Das da
dein Ei. Nimm. Deine Frau hat gesagt, sauf. Nun trink schon. Scheiße. Was? Das hat meine Frau gesagt? Meine Anna? Sie glaubt, der Alk ist stark genug, um das Gift aus deinem Körper zu blasen. Ha! Meine Frau? Und das? Hier. Dafür, dass du mir den Tag gerettet hast. Und vielleicht das Leben. Brauchst du Hilfe beim Rückweg? Nee. Ich und mein Fläschchen Alk hier haben noch... Sauf! Leder. Alter, schon mal wie verseucht das ist. Warst du mal da drauf? Warte mal schnell, lass ich mich auf der Karte schauen. Nein, das ist quasi, hier kannst du nicht rein. Da stirbst du gleich, wenn du auf dieses gelbe Zeug stehst. Okay. Okay, also jetzt müssen wir zurück zum Bazar. Boah, 400 Meter, Alter, fast ein Kilometer. Hui! Hui! Laterne drauf, ha? Halt mal. Gifte die Zombies noch. Oh shit, ich bin down. Jo, komm her. Hinter dir, hinter dir. Warte. Noch 20%. Danke. Das gibt richtig Loot, Mann. Warte, wir haben ein Gemetzel hier gemacht. Gerade, ja. Ne? Und super viel. Das gibt jetzt echt viel Loot. Weil vielleicht kriegst du so irgendwie Klingen oder sowas. Boah, ich habe super viel Pistolenmunition gekriegt. Boah, ich jetzt auch Gewehrmunition. Yeah.
auf, da ist irgendwie so ein Monster, so ein komisches. Oh ja, der hat gerufen, scheiße, lass uns abhauen. Okay, renn. Was ich noch krass finde, du siehst immer wieder verschiedene Arten Zombies in verschiedenen Augen, also quasi Zombies, die gerade frisch Zombies geworden sind, die sehen noch fast aus wie Menschen, und dann solche, die schon mega kaputt sind, die sind dann schon länger Zombies. Wo bist du? Ja, hier drin. Da, da drüben da können wir rüber. Ist das schon mal hier auf dem Boden, siehst du es? Mhm. Bobby? Oh, da kommt einer. Oh, ist der schnell. MP-Munition. Okay. Gut. Wollen wir mal diese Schlachtung machen? Ja, die Schlachtung? Ja. Ja, mir ist egal. Du musst auch bestellen. Ah, zu spät. Ah, shit. Scheiße. Ich vergesse immer, dass ich diese Fähigkeit noch nicht habe. Er gibt es so durch die oben in die Häuser zu laufen und so, ne? Ja, voll. Wir haben jetzt das Ganze gemacht, um das Vertrauen von dieser Dame dann zu bekommen, ne? Ja, genau. Ich find's noch irgendwie cool gemacht. Ah, hier ist der Typ. Was ist hier los? Elton, bitte. Sag ihnen, dass ich das nicht war. Was hab ich davon eigentlich, ne? Mhm. Aber egal. Julian ist unschuldig. Ein Befallener ist in das Wasserbecken seines Lieferanten gefallen. Würdest du das vor dem Rat des Bazars beschwören? Ja. Marco ist tot. Ich hab ihn getötet. Dann hab ich hier nichts mehr zu tun. Schon gut. Ich vergebe dir. Marco, danke, Aiden. Das mit Gips gestreckte Mehl? Behalt dein Gips. Bezahl mich einfach und wir sind quitt. Also gut. Ich sag Babin, was passiert ist. Prost. Fähigkeit, oder? Fähigkeit. Kampf, Stufenanstieg. Drücken Sie an, wenn Sie rückwärts oder... Fühlen Sie während des Springens einen kraftvollen Kick aus. Mhm. Aber am besten ist immer noch der Dropkick, Mann. Der ist, dieser Dropkick ist echt das Beste. Aber kann man das denn auswählen? Nein, du musst zuerst mehr Hemmstoffe finden, damit du deine Gesundheit auf Stufe 3 pushen kannst, glaube ich. Ach so, okay. Ah, warte, wir können diese Funke der Erfindung noch abschließen. Wir haben ja diese Elektrikteile. Das ist auch hier im Bazar. Kannst du das noch im Tagebuch auswählen? Ja. Ah, hier vorne ist er. Hier. 5 Jahre gelernt und alles umsonst. Hier. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Eine Sache noch.
Kannst du mir dabei helfen, meine Ausstellung aufzubauen? Meine Installation ist direkt vor dem Haupteingang. Schalte sie bitte ein. Ich gehe und hole Alberto. Warte nur, bis er es sieht. Treffen wir uns dann am Ziegenpferch in der Nähe der Mauer. Na super. Dass er einfach das Geld geben würde oder so, ne? Mhm. Weil wo bist du? Ja. Besorgen Sie? Ne. Reicht jetzt diese Mission? Wo ist er jetzt überhaupt drin? Keine Ahnung. Das ist der Ausweg. Tagebuch. Funke der Erfindung musst du, glaub, nochmal auswählen. Jo, hab. Ah, schalten Sie Karls Gerät ein. Jetzt hat er da. Guck mich nicht so an, ich gebe dir bloß Infos. Und weißt du was? Du wirst es nicht bereuen. Ah, ich tue dich aus dem Teleportieren jetzt. Ziel aktualisiert. So. Okay, sehen Sie sich die. Ja. Aber wo ist das? Das erste Turnier seit 3 Jahren. Das wird die Herren. Ah, hier vorne. Wow. Alles in Ordnung? Nein. Sie wurde gegrillt. Die Ziege wurde gegrillt. Ich bin so ein Idiot. Was ist passiert? Ich muss die Spannung zu hoch berechnet haben. Siehst du? Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einen Fehler machen konnte. Ich hab dir gesagt, es ist Zeitverschwendung. Warum? Es hat großes, riesiges... Du meinst, es hat Potenzial. Potenzial? Eine Waffe? Es ist ein bewährtes Konzept, wenn du es einfach auf eine Waffe anwendest. Die tapfere Ziege hat... Meisterhandwerker? Wir sprechen später. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Hier, nimm das. Wenn es nicht stark genug ist, komm einfach in meiner Meisterhandwerkerwerkstatt vorbei. Sicher, danke. Nur pass da draußen auf dich auf. Keine Sorge. Waffenmodifikation. Ja, eben, das ist das, was du. Zum Installieren der Waffenmods benötigst du einen Entwurf. Okay. Boah, ich brauche noch ganz wenig Parkour-Punkte, dann kann ich diese sichere Landung machen. Ich muss schnell kurz noch ein bisschen in der Welt rumrennen. Weil eine Quest, was haben wir jetzt? 37, ja. Eine Quest fange ich jetzt nicht mehr an. Jetzt haben wir aber genügend Arbeiten auf dem Basar gemacht, dass wir dann die Story weiterfahren können. Okay. Ab draußen, oder wie? Ja, ich bin draußen, bist du am Rumrennen. Ja, willst du noch eine machen, oder? Nee, ich glaube nicht. Es ist jetzt dann 1 Uhr, also ja. Weil um 1 Uhr beginnt noch dieser YouTube-Stream, wo ich manchmal ein bisschen mitgucke. Ah, ja, okay, stimmt. Ja, alles klar. Ja, dann machen wir halt morgen weiter, oder? Ja, morgen so gegen Abend alles dann klar. Wieder, ja. Wenn, ja, ja. Schreib's mir einfach, wenn dein, genau. Der Kleine im Bett ist, dann. Alles klar. Warte mal schnell. Ich bin hier gerade noch im Kampf verwickelt. Achso, okay. Warte. Also, habe ich das jetzt geschafft? Nee. Parkour-Punkte.
Wie viel fehlen denn noch? 300, ja, okay, das reicht heute nicht mehr. Also. Wie siehst du das? Achso, da. Ah, jetzt regnet's. Oh, es klingt so geil. Da draußen. Krass. Wow, ach, das. Boah, der Sound ist richtig geil. Ja, der Sound ist richtig geil. Auch wenn du eine Waffe hast, die jetzt so brennt, ne? Dann hast du um die Flamme rum, wenn er sie so vor sein Gesicht hält, siehst du, wie die Flamme so, dass die Luft so verschwimmt, weißt du? So unscharf wird. Sieht so geil aus. Da muss ich echt sagen, das Spiel ist verdammt gut. Und ich habe damals schon gerne irgendwie 60 Kröten dafür bezahlt und ich zahle auch gerne nochmal 30, um es hier auf dem PC zu spielen. Also ein gutes Spiel. Weil der hat ja auch. Der hat ein Katana, Mann. Echt? Bist du schon wieder am Waffen kaufen oder was? Nein, ich habe noch keine Waffe gekauft, aber der hat ein Katana hier, ey. Geil. Schnelligkeit, ey. Nicht so schnell gehen müsste. Ist dich schon drin gewöhnt. Verkaufen. Weil die nutze ich auf jeden Fall nicht. Ja, die Waffen verkaufen lohnt sich gar nicht, ne? Ja, doch. Ich meine, was willst du mit dem Hammer? Schon, ja. Hier. Kaufen. Von denen habe ich 3 Stück. Ich hole mir aber meistens Upgrades. Also beim Waffen, bei diesem mit dem gekreuzten Werkzeug, da hole ich mir meistens so Waffen-Upgrades. Der Waffenschmied hier, ne, irgendwo. Tja, im Suff sollte ich wohl lieber keine Versprechen machen. Was hat denn der noch hier? Was? Sanitärkappe hatte. Okay. Ich glaube, so ein Katana ist aber auch nicht schlecht, ne? Von der Schnelligkeit. Ja, voll, ja. Ich sehe das gar nicht. Du kriegst was anderes angezeigt, als ich so, wie es aussieht. Ich habe jetzt mal ein Katana gekauft, ey. Geil. Warte. Inventar. Baseballschläger raus. Wo ist der Katana? Hier. Hier. Wie viel Geld habe ich noch? Zubehör? Nein. Waffenmods. Ich habe jetzt Flammen drauf getan aufs Katana. Du hast dir Katana gekauft? Geil. Oh, jetzt regnet es aber richtig hier. Voll geil. Ich habe jetzt keine elektrische Waffe mehr. Doch. Ich wollte mal testen.
Hat irgendwie einen Nachteil, wenn man im Regen draußen ist? Nein, ne? Nein. Also das Katana, der Katana ist nicht schlecht, aber es hat zweihändig, ne? Mhm. Ja, ich habe gerade so einen Streitkolben in den Fingern, der schlägt auch übel heftig zu. Ey. Wo sieht man das, ob das einhändig oder zweihändig ist? Steht irgendwo... steht das irgendwo? Ja, doch, es steht manchmal... zweihändiger oder einhändiger steht unter dem Namen. Alter, was machst denn du da? Ein Apfel essen? Okay. Geil. Wow, jetzt geht die Sonne unter. Alter, sieht das geil aus, Mann. Komm raus. Ich bin doch draußen. Du bist draußen. Ey, guck dir mal die Welt an, Mann. Wie geil das aussieht, ey. Los, ne? Mhm. Also das haben sie wirklich super geil gemacht. Weil im Teil 1 war es entweder Nacht oder einfach... Es wurde relativ schnell Tag und Nacht. Es hat sich kaum geändert. Der Wurfdinger kann ich erstellen. Mhm. Boah, ich höre dieses Klingeln und so, dass es dunkel wird. Mhm. Jetzt siehst du, 19:30 Uhr geht die Sonne unter und dann. Ach, jetzt wieder mit dem Regen. Das sind schon so Monster, die. Das sind schon so Monster, sind da schon da. Ja, die kommen jetzt dann langsam raus, ja. Die haben schon zwei Stück jetzt draußen gekillt, der hat zugeschaut. Aber irgendwie nervt mich diese Flamme beim Katana draus. Ja, aber das bringt schon was. Hat echt, es ist nicht einfach nur Show. Und du kannst wirklich gewisse Waffen ultra übel stark machen. Dass also du dann der verkauft hier Ding, ne? Bei Zubehör. Verkauft C4 und so. Mhm. Bringen die Klamotten wirklich was?
Ja, du kannst wirklich, wenn du genügend gesammelt hast, kannst du diese wie Sets zusammenbauen, dass du dann irgendwie schneller rennst oder und so weiter, so. Stabile. Also ich sag mal, ich guck's alle, ich sag mal 10 Stufen, wo ich aufsteige, guck ich dann rein. Okay. Ah, hier habe ich ja auch Klamotten schon an. Jogginghose, Ausdauerkosten. So, warte, ich mache mal noch schnell den Stream zu Ende. So, meine lieben Freunde, hier endet unsere Reise für heute in Dying Light. Genügend Hirne gequetscht und alles war lustig. Der Toni lässt auch grüßen, man hört sich. Bis dann, tschüss.